Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen hier heute einen Einblick in ein sehr innovatives Produkt der Firma Zehnder geben zu dürfen. Also mein Name ist Michael Lammel, wie schon gerade vorgestellt. Ich komme von der Designagentur Noah. Ich habe sie auch gegründet und ich selbst bin ein Ingenieur und Designer, habe viele Jahre in Italien gearbeitet und auch in Israel gearbeitet und dann eben Noah gegründet. Der Firmensitz ist in Aachen, hier direkt an der Grenze zu Holland und Belgien. Und Noah arbeitet schwerpunktmäßig eigentlich in Themen, die einen Bezug zum Gebäude haben. Also insofern sind wir hier sehr richtig. Und interessant ist natürlich auch, dass dieser Bereich gerade heute sich in einem massiven Wandel befindet. Ich denke, das sehen wir alle, wenn wir uns ein bisschen in diese virtuelle ISH hineingucken oder auch einfach sehen, was zu diesem Zeitpunkt auch in diesem Bereich alles an neuen Dingen gestaltet und geschaffen wird. Ich freue mich natürlich heute, Ihnen dann Zehnder vorstellen zu dürfen. Und ich denke, Zehnder ist sehr interessant und zukunftsweisend. Das werden wir gleich sehen. Denn Zehnder weist alle Aspekte auf, die ein modernes und marktrelevantes Produkt heute leisten muss. Also ich denke, wir sind mit Zehnder wirklich sehr weit vorne und auch genau in den Themen, die wir jetzt im Moment auch im Markt ansprechen. Also Sicherheit, Sustainability, Smartness und so weiter. Wir werden das sehen. Ich werde Ihnen diese Aspekte vorstellen, aber nicht nur das, sondern in meinem Vortrag habe ich gedacht, dass es vielleicht interessant ist, einfach mal zu zeigen, also wie wir so einen Prozess gestaltet haben, um also zu so einem innovativen Produkt dann entsprechend auch zu kommen. Also zunächst mal bedarf es dazu sehr vieler guter Mitarbeiter und Mitwirkenden, Researcher, Marketing-Experten, Produktentwickler, Technologie-Experten, natürlich auch Designer. Und auf der anderen Seite denke ich sehr, sehr wichtig, eine Unternehmensvision. Also hier geht es wirklich darum, man wollte etwas Neues schaffen, etwas, das eben noch nicht da war. Und da muss man schon, sagen wir mal, auch ein bisschen mehr Hintergrund auch entsprechend haben, um das dann auch umsetzen zu können. Wir werden sehen, wie komplex das Ganze ist. Braucht ein Gespür für Trends, Analysefähigkeit, Logik auf der einen Seite, Kreativität auf der anderen Seite, natürlich ein motiviertes Team. Aber jetzt zu Zehnder. Also, vielleicht kennen Sie Zehnder schon, aber interessant ist natürlich, Zehnder definiert Wärme im Bad komplett neu. Zehnder liefert Wärme auf Zuruf, werden wir später sehen, spontan, schnell und behaglich. Zehnder erwärmt Handtücher und trocknet diese nach Gebrauch automatisch, etwas, das komplett neu ist. Und Zehnder wärmt das Bad ökonomisch und dosiert für angenehme Wellness- und Relax-Zeiten. Aber jetzt beginnen wir mal mit der Idee. Also wie sind wir vorgegangen? Ausgangspunkt war natürlich, wir wollten die perfekte Wärme generieren und das für unterschiedliche Personen und für verschiedene Badnutzungen und natürlich auch für verschiedene Bäder. Und um hier zu einem guten Ansatz zu gelangen, haben wir einen sehr agilen, innovativen Prozess gewählt. Also wir haben gesagt, wir beschäftigen uns von ganz weit außen, um zu verstehen, also was auf dieses Thema Wärmen und Heizung im Bad auch entsprechend wirkt. Da haben wir uns mit Gesellschaft beschäftigt, mit Lifestyle, mit Technologie, mit Digitalisierung und auch mit der Gebäudeentwicklung. Und vielleicht mal etwas tiefer hineingehend, also wenn wir zu dem Thema Gesellschaft und Lifestyle kommen hier, dann sind das hier Schlagwörter, die aber alle natürlich eine große Bedeutung haben. Also wir sprechen über Gesundheit. Unser Körper ist unser wichtigstes Kapital. Das Bad ist ein ganz zentraler Punkt für unseren Körper. Wir sprechen über Sustainability. Umwelt und Ressourcen sind im Fokus. Ein ganz zentrales Thema, also die reflektierte Nutzung von Energie. Entscheidend einfach auch hier natürlich in diesem Projekt. Dann haben wir das Thema, wir haben Themen eigentlich, die uns alle beschäftigen. Balanced Life, Comfortable Life, Smart Life. Und das Ganze aber eben in einer doch mittlerweile relativ gespaltenen Gesellschaft. Die Silver Society, die auf der einen Seite noch sehr analog unterwegs ist und auf der anderen Seite dann eben die Digital Natives, die alles smart schalten wollen. Wir haben diese Einflussgrößen quasi auf das Bad projiziert. Und haben uns dann gleichzeitig natürlich die Wünsche der verschiedenen Nutzer angehört, haben extrem viele Befragungen gemacht, Research gemacht. Und auf diese Art und Weise haben wir das Ganze fokussiert zu Bad-Modes. Also wir sagen, es gibt verschiedene zentrale Situationen im Bad, die wir uns angesehen haben und die wir dann natürlich auch benutzt haben, um daraus dann die Anforderungen an unsere neue 10 Jahre im Prinzip, wie sie dann geworden ist, dann auch zu stellen.
Morning Use. Also, was heißt das? Wir kommen in ein Bad mit Grundwärme und hätten dann doch gerne für kurze Zeit nach dem Duschen etwas mehr Behaglichkeit und dann auch vielleicht ein warmes Handtuch. Oder Energize. Ja, also wir wollen neue Energie tanken nach der Arbeit im Bad. Dafür brauchen wir Wärme, damit wir ein Wohlbefinden entwickeln können. After Gym. Interessant, vielleicht nach dem Joggen bei Regen und Nässe. Am frühen Morgen wünschen wir uns dann doch noch einmal kräftig aufgewärmt zu werden, kurzzeitig, bevor wir uns dann in den Tag aufmachen. Das Thema Beauty und Health. Ich habe es eben schon gesagt, der Badraum ist der einzige Raum, in dem wir ohne Kleidung sind. Und das meistens für nicht so lange Zeit. Also das heißt, es gibt einen sehr starken Wechsel zwischen, ich brauche intensive Wärme und ich brauche aber dann wieder eben keine intensive Wärme. Es ist eben ein Raum für Selbstbeobachtung und Körperbewusstsein, auch ein großes Thema. Alles das berücksichtigen wir. Time to relax, sagen wir. Wenn man längere Zeit im Bad ist, in der Badewanne liegt, braucht man eine andere Wärme, die einfach diesen Raum erfüllt. Und anschließend braucht man natürlich ein warmes Handtuch. Und das letzte Thema vielleicht, Night Rituals. Hier sage ich einfach mal, wenn ich das Bad verlasse am Abend, dann möchte ich, dass mein feuchtes Handtuch schnell trocknet. Und auf der anderen Seite möchte ich auch, dass das Bad energetisch dann in einen Tiefschlaf versinkt und einfach nicht mehr so viel Energie verbraucht, so dass ich einfach mir sicher sein kann, dass ich auch ökologisch und umweltbewusst bin. Interessant dann vielleicht die ganz andere Seite. Also wenn wir mal zum Thema Technologie, Digitalisierung, Gebäudeentwicklung kommen. Also wir haben doch zwei große Themen, die da so aufeinanderprallen. Hier haben wir Schlagwörter, die wir auch alle jetzt hören, in diesem Zeitraum der ISH oder der Neuentwicklung, Neuvorstellung von Produkten. Es geht um Luft und Klima, es geht um Prefabrication. Produkte müssen schon vorgefertigt sein, damit sie einfach eingebaut werden können. Es geht um das Sustainable Building, es geht um Interaktion, digitale Interaktion, Smart Building, Internet of Things und so weiter. Und ich habe jetzt mal hier einfach mal drei Themen ein bisschen stärker rausgewählt, die dann auch einen Einfluss haben auf unsere 10 Jahre, die wir dann da im Endeffekt dann ja auch entwickelt haben. Also es geht zum Beispiel eben auch ganz klar darum, wir haben uns angesehen, wie funktioniert heute effiziente Planung von Neubau und Renovierung. Und das passiert immer mit Hilfe von Installationswänden und Installationsstrukturen, in denen dann Wassermanagement, Luftmanagement, Energiemanagement und so weiter heute stattfindet. Und wir haben natürlich einfach gesehen, dass dieser Bauraum uns neue Möglichkeiten bietet, eben auch in die Wand reinzugehen, in diesen Raum hineinzugehen. Denn wir sehen, dass die Wohneinheiten immer kleiner werden und natürlich auch hier ein sehr effizientes Raummanagement gefordert wird. Das heißt also, es geht um die Integration in die Architektur. Thema Digitalisierung. Also hier haben wir ein Thema, das von größter Wichtigkeit ist. Also wir sehen, dass das Thema Smart Building und Connectivity, also die Einbindung aller relevanten Funktionen in neue Steuerungssysteme, einfach von großer Bedeutung ist in Bezug auf das Monitoring, das Kontrollieren und dann aber auch im Prinzip auf die Maintenance, also auf die Möglichkeit dann eben der Wartung und der Analysen. Installation. Auch ein wichtiges Thema. Und zwar ist klar, dass 10 Jahre ein komplexes Produkt wird. Wir werden es später sehen. Das muss ja auch verschiedene Funktionen leisten. Und diese Komplexität bedeutet eigentlich, dass wir hier einen Produktaufbau haben müssen, der einfach zu installieren ist und der sicher zu installieren ist und der natürlich auch einfach und sicher zu planen ist. Gut, also was haben wir gemacht? Die Synthese eigentlich dieser zwei Welten, also auf der einen Seite Mensch, auf der anderen Seite sagen wir mal Technologie und Steine und Gebäude. Und das darauf aufbauend ist dann quasi unser Briefing entstanden. Und das hat natürlich dann zu einer sehr herausfordernden Aufgabe geführt. Und einfach nur mal als Übersicht, um jetzt zu einer Lösung zu gelangen, mussten wir jetzt sehr viele Aspekte einfließen lassen. Wie zum Beispiel, wir mussten verstehen, dass eigentlich nur verschiedene Wärmequellen eigentlich die unterschiedlichen Bedarfe, die ich eben dort auch genannt habe, erfüllen können. Das Thema der Integration eigentlich in die Installationswand ist ein großes Thema. Das mussten wir natürlich auch strukturell schaffen. Die einfache interaktive Steuerung, die sehr direkt ist, auf der einen Seite. Wir hatten gesagt, Silver Society oder einfach direkt.
einfach nur vor Ort zu steuern, aber eben auch diese Idee der Personalisierbarkeit, also Smartness, damit eben auch Digital Natives sich einen Wochenplan im Prinzip aufstellen können für ihr Heizsystem. Interessant, auch wichtig, optimale Sicherheit und Kontrolle standen im Fokus und dann aber natürlich auch einfache Montage, einfache Planung und ganz zum Schluss, sehr wichtig, am Ende sollte ich als Designer natürlich irgendwo auch erwähnen, es geht natürlich auch um die perfekte Gestaltung, das heißt, das Objekt muss ja auch gestalterisch einfach perfekt sich also in dieses Gebäude auch einfließen lassen oder in diesen Raum auch sich integrieren lassen. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Also sehen wir mal auf die Funktion. Und hier sehen wir so ein bisschen eine Explosion. Ich habe das mal hier gezeigt, damit man sieht, also wir haben eigentlich verschiedene Bauteile, aus denen Xenia aufgebaut ist. Wir haben eben auf der einen Seite zum schnellen Aufheizen ein entsprechendes Konvektorheizelement gewählt und dann auf der anderen Seite eine Strahlungsfläche, um eben so etwas länger anhaltende, komfortable Wärme dann zu erzeugen, gleichmäßige Wärmeabstrahlung, so diesen Wellness-Effekt, wie ich ihn eben schon genannt habe. Dann haben wir eine Struktur entwickelt, die perfekt in die Vorwand reinpasst und die dann als Objekt, Sie sehen das, so eine Art Box bildet, die dann so aufgebaut ist, dass sie einfach von der Innenfläche her entsprechend homogen ist und sich sauber gegenüber der Rückwand entsprechend auch abschließt. Und dann geht es natürlich um eine entsprechende Benutzeroberfläche zur Steuerung und die jetzt hier optisch jetzt erstmal die wirkliche, sag ich mal, intuitive, aber direkte Steuerung darstellt. Gehe ich mal einen Schritt weiter zum Design, zur Gestaltung. Ziel war es auf jeden Fall von uns, dass wir das Objekt sehr flächenbündig in die Wand integrieren konnten. Wir wollten auf jeden Fall grundsätzlich einen Vorteil haben gegenüber den ganz normalen Aufputzlösungen, also den Heizflächen, die quasi auf die Wand montiert werden, die teilweise zwischen 7, 8 bis 10 Zentimetern auch von der Wand wegstehen, auch Raum in Anspruch nehmen. Und hier haben wir jetzt quasi einen Abstand so gewählt, dass wir die Möglichkeit haben, dass die notwendige Luft im Prinzip, die jetzt für eine schnelle Aufwärmung notwendig ist, sehr schön im Prinzip aus diesem Objekt herausfließen kann. Und diese Fläche haben wir sehr minimalistisch gestaltet, also in Glas. Sie sehen das hier, das gibt es in Schwarz oder eben auch in Weiß. Und haben das Ganze grifflos gemacht, weil das ja links oder rechts auch geöffnet werden kann. Und gerade da, wo diese Griffmulde ist, ist dann eben auch nochmal entsprechender Luftaustritt. Hoffen, dass es gefällt. Ein glatter eckenloser Innenbereich ist echt gut zu überschauen. Er ist einfach zu reinigen und ich denke, er weckt Vertrauen und bietet dann eben auch Platz für zwei Handtücher. Die Ecken sind so ganz leicht abgerundet, sodass man das eben auch trotzdem als architektonisches Element sehen kann. Gehen wir zur Bedienung. Hier haben wir, ich habe es schon gesagt, auf der einen Seite eine direkte und einfache Interaktion. Wir haben hier 4 Symbole entwickelt, die leicht zu verstehen sind. Induktiv ist das Ganze nutzbar, also hinter Glas die eigentliche Schaltung. Es gibt natürlich auch einen An- und Ausschalter. Aber wichtig einfach hier, parallel dazu, haben wir die Möglichkeit der Individualisierbarkeit. Also wir können hier die Funktionen mit Hilfe einer App auf einem Smart Device, Handy oder Pad, können wir quasi diese App laden und können dann unterschiedlichste Dinge dort einstellen, intuitive Programmierung machen, Wochenpläne einstellen und so weiter. Die Steuerung ist auch von überall möglich. Das heißt, also ich kann auch, wenn ich vom Joggen gerade auf dem Weg nach Hause bin, kann ich im Prinzip mir quasi schon die Wärme im Bad entsprechend einschalten. Das Ganze ist sehr einfach gemacht. Sie sehen das hier auf der rechten Seite. Die Dame hat also quasi ihren Wochenplan, wo sie einfach jetzt ihre Aktivitäten von 10 Jahren einstellt. Und ganz besonders interessant finde ich, und das habe ich entsprechend hier nochmal extra hervorgehoben, ist natürlich das Allerneueste und finde ich auch echt das Coolste, denn jetzt kann man im Prinzip über Voice Control kann man jetzt ganz einfach sich die richtige Wärme, die genau auf mich dann persönlich im Bad abgestimmt ist, kann ich jetzt entsprechend auf Zuruf erhalten.
denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Wir sehen also, wir haben hier die komplette Kette der Integration, smarte Integration, also wirklich ein modernes Produkt. Wir sagen, es ist smart, es ist safe und es ist sustainable. Das können wir natürlich auch später noch diskutieren. Vielleicht nach jetzt so nach verschiedenen und längeren Testphasen und Befragungen, das hat alles wirklich ziemlich lange gedauert, haben wir dann jetzt quasi dieses Produkt dann auch entsprechend hier verfügbar gemacht. Ich spreche jetzt hier natürlich immer im Sinne eines wirklich großen Teams, das ich ganz am Anfang angesprochen hatte. Da sind die Designer wirklich auch nur ein kleiner Bauteil, ein kleiner Bruchteil einfach von dem, was da eigentlich unter der Oberfläche des Eisbergs an Themen auch zu tun ist. Aber grundsätzlich denken wir, die Lösung, die hier entstand, die ist wirklich zukunftsweisend. Es ist also zukunftsweisend für das Thema Wärme im Bad und weltweit einzigartig. Also wenn man sich in der Wand integriert, wir wissen, es begeistert Badplaner, Baddesigner, Konsumenten und natürlich auch alle, die heute 10 Jahre schon nutzen, auf jeden Fall. Und alle, die es heute nutzen, wollen es nicht mehr missen, auf gar keinen Fall missen. Und wenn wir das hier uns nochmal ansehen, das Ganze wurde natürlich dann auch mit entsprechenden Designpreisen, Awards belegt, worauf wir natürlich dann auch stolz sind. Grundsätzlich ist die Nutzung von 10 Jahren natürlich kinderleicht und sicher. Und diese trocknenden Handtücher, die, glaube ich, zu vielen, vielen Diskussionen in vielen Haushalten führen, können natürlich dann hier in einer perfekten Ordnung quasi hinter dieser Glasscheibe verborgen werden. Vielleicht ganz kurz noch zu ein paar weiteren Themen. Interessant ist also, die Xenia ist heute schon auch ein Teil eines Möbels, das bei Burgbad angeboten wird. Das heißt also, wenn ich diese Version Aufputz haben möchte und eben nicht in eine Vorwand hinein kann, dann ist das hier natürlich ein perfektes Objekt. Also auf der einen Seite ein Schrankelement, auf der anderen Seite dann eben aber auch diese Idee, dass ich dort jetzt wirklich dann alle 10-Jahr-Funktionen dann im Bad auch schön integrieren kann. Eine interessante Lösung, an der wir arbeiten, das dürfen heute nur Sie sehen, ist eine On-Roll-Version, die eine also komplett als eigenständige Lösung in Arbeit ist. Die Entwicklung ist schon sehr weit fortgeschritten. Hier haben wir sehr viele auch interessante neue Funktionen noch integriert. Das heißt also, das ist ein Objekt, das man erwarten kann. Und vielleicht ganz zuletzt eigentlich noch das hier. Und das ist jetzt eher wieder Vision. Und Zehnder als zukunftsweisende Marke denkt natürlich weiter, also auch noch weiter in die Zukunft. Und es geht natürlich auch darum, dass man überlegt, also was kann man noch für weitere innovative Performance Thema von 10 Jahren integrieren, im Bereich Klima, im Bereich Ambiente. Und da sind wir natürlich auch jetzt schon intensiv am Arbeiten und nutzen natürlich auf der einen Seite wieder unsere Erkenntnisse aus den Modes und auf der anderen Seite natürlich auch neue Technologien, die entsprechend hier eingesetzt werden können. Gut, also im Prinzip bin ich am Ende meines kurzen Vortrags. Moderne Produktentwicklung basiert auf der Beobachtung von Menschen, ganz klar, und deren Lifestyle auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um ein komplexes Verständnis von Technologie. Aber ganz wichtig natürlich, es muss ein Unternehmen dahinter stehen, das Visionen hat. Das ist hier Zehnder. Wir sind sehr froh darüber, auch als NOAH an diesem Projekt mitarbeiten zu dürfen und gedurft zu haben. Deutsch. Und ja, falls Interesse besteht, würde ich jetzt einige Fragen beantworten. Ich danke Ihnen erstmal fürs Zuhören. Ja, Herr Lamme, vielen Dank für den Vortrag. Das war wirklich sehr interessant. Ich sehe gerade, da kommt eine Frage rein. Und zwar, die Frage lautet, ist elektrisch Heizen nicht viel teurer? Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich muss kurz darüber nachdenken, aber im Grunde genommen habe ich das ja eigentlich auch in meinem Vortrag schon erwähnt, also die Thematik erwähnt. Also das ist natürlich klar, wir wollen heute, dass ein modernes Gebäude sehr sustainable ist und dass natürlich auch die Verwendung von Energie hocheffizient ist. Aber gerade da sehen wir 10 Jahre als einen wichtigen Baustein, weil
sagen wir haben eine bestimmte Grundwärme in einem Bad, die wirklich auch, und ich habe es ja in den Modes auch dargestellt, die eigentlich wirklich nur zeitweise, wo das Bad nur zeitweise durch diese Modes dann entsprechend auch gebraucht wird. Und wir denken einfach, dass gerade durch diese Möglichkeit, auf der einen Seite ganz kurzzeitig aufzuwärmen, ja, oder eben durch ein ganz bestimmtes technisches Mittel oder auf der anderen Seite eben durch diese Strahlungsplatte vielleicht etwas mehr und länger Wärme zu generieren, wir hier die Dosierung der Energie so dermaßen genau machen können und das eben auch zum Beispiel eben auf der Basis eben der smarten Technologien, also auf Zuruf, los, stopp im Prinzip, ja, oder eben auch mit einer Planung, also über ein digitales Device, dass wir sagen, also dass einerseits diese fokussierte Nutzung und andererseits diese digitale Planbarkeit einfach wirklich dazu beitragen, dass wir hier sogar, also ich kann das nicht sagen, weil ich bin da nicht der Experte, aber eine hohe Effizienz einfach auch in Bezug auf die Nutzung der Energie auch entsprechend einbringen können. Ah ja, okay, dann verstehe ich das. Ich denke auch, das ist letztendlich eine gewisse Zusatzheizung und die natürlich heutzutage auch, wo sehr viel Photovoltaik oder auch Stromspeicher genutzt wird, kann das auch sehr ökologisch verwendet werden. Okay, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage und zwar die Frage lautet, trocknen die Handtücher im 10 Jahr schneller und besser? Ja, also da müssen wir sagen, da hat Zehnder sehr, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Also viel Laborarbeit. Es gibt ja auch so spezielle Labors irgendwie in der Firma, wo also genau getestet wird, einfach also wie Energieflüsse sind und so weiter und Abstrahlung. Und da wurde das getestet und es ist auf jeden Fall so, dass das Handtuch mindestens 5-mal schneller trocknet, also als wenn es quasi draußen hängt, auf einer normalen Heizung, also auf einem solchen Heizkörper außen aufgehängt wird. Das heißt also, wir haben, und das ist ja schon ein Trocknungsvorgang, den eigentlich jeder kennt, also mit seinem Badheizkörper. Und interessant ist natürlich, dass dadurch auch so ein bisschen die Problematik der Verkeimung reduziert wird, weil die Keime gar nicht so viel Zeit haben, also in einer feuchten Umgebung sich zu entwickeln. Okay, dann, ich denke, wir haben noch ein paar Minuten. Dann können wir noch eine letzte Frage beantworten. Und zwar die Frage lautet, in welche Vorwandsysteme und Strukturen lässt sich Zehnder installieren? Ja, also ich denke auch da kommen wir wieder auf die interessante Komplexität, also die wir hier in diesem Projekt auch zu lösen hatten. Also auf der einen Seite ging es darum, für den Menschen die optimale Lösung zu finden, also in den Modes. Und in der Frage, also was braucht er da wirklich für Wärme und zu welchem Zeitpunkt braucht er was? Also ganz stark der Mensch und Lifestyle. Und jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Jetzt sind wir natürlich, wie wir es auch ganz am Anfang besprochen haben, also zum Thema auch Energie, sind wir jetzt bezogen auf das Thema Raum. Und da haben wir uns natürlich sehr, sehr viele Gedanken gemacht und haben die unterschiedlichsten Installationssysteme von allen bekannten großen entsprechenden Produzenten haben wir uns angesehen und Zehnder kann also perfekt in alle diese Systeme integriert werden. Zehnder ist auch nicht besonders tief, das heißt also, wir können hier sagen, dass das wirklich also in dem ganz normalen Integrations- und Arbeitsprozess einer Badplanung, einer Badumsetzung und auch der Realisierung entsprechend aber gut einplanbar ist und das wirklich in jedes Installationssystem. Okay, vielen Dank, Herr Labbe, für Ihren Vortrag und die Fragen. Ich denke, wir sind jetzt auch am Ende angelangt, sodass wir das auch abschließen können heute. Okay, ja, dann bedanke ich mich wirklich fürs Zuhören und wünsche allen noch einen erfolgreichen Tag.